Liebe Zuschauer, im folgenden Bericht stellt uns der Rettungsassistent Harald Schumann vom Landkreis Goslar ausführlich die Funktion und Innenausstattung eines Rettungswagens vor. Wir in den Wachen Goslar, Clausthal, Braunlage, Bad Harzburg und Seesen läuft. Wir haben alle Fahrzeuge als Allradfahrzeuge, da wir ja auch den Harz versorgen. Das Fahrzeug ist so ausgerüstet wie der Mercedes, der große RTW. Bloß der Vorteil eben der Allradantrieb, der Nachteil eben der kleinere Raum. Wenn Sie sich das Fahrzeug mal von innen anschauen wollen. Ja, das Fahrzeug ist ausgerüstet mit einer Trage, wie jeder KTW, einem Sitzstuhl, den man auch rausnehmen kann. Die Trage kann man verstellen in Schocklage oder Kopf hochstellen, um eine erleichterte Atmung zu haben. Dann haben wir zusätzlich die Ausrüstung eines Beatmungsgeräts. Wir haben eine Inhalationseinrichtung, zum Beispiel bei Herzinfarktpatienten, die dann ein bisschen mehr Sauerstoff brauchen. Wir haben einen Defibrillator, der auch ein EKG beinhaltet. Das haben wir auch auf jedem RTW. Ganz wichtig sind für uns die Medikamente. Wir haben Medikamente, die wir für den Notfall brauchen. Die Medikamente haben viele Vorteile, aber kostenmäßig auch Nachteile. Denn die Medikamente, die wir hier drin haben, die sind temperaturabhängig und dadurch haben wir den Nachteil, dass wir die, wenn die hier abgelaufen sind, auch nicht zurückgeben können ins Haus. Also die müssen dann vernichtet werden, wenn sie abgelaufen sind. Ja, des Weiteren haben wir hier Infusion, die Patienten, die Kreislaufbeschwerden haben, um den Kreislauf stabil zu halten. Wir haben Opiate hier drin. Opiate brauchen wir auch bei Infarktpatienten, aber auch als Schmerzmittel für andere Unfallverletzte. Dann haben wir in dem Fahrzeug nochmal einen Notfallkoffer, wie wir es in anderen RTWs auch haben. Das gleiche gilt für die Krankenwagen. Die Notfallkoffer sind wirklich so ausgerüstet, dass man die auch für jeden Notfall einsetzen kann. Wir haben im Grunde genommen hier die gleichen Medikamente, die gleichen Infusionen, wie sie hier im Fahrzeug sind. Wir haben ein Intubationsbesteck, wo wir Patienten intubieren können, die selbst nicht mehr atmen können. Da wird dann so ein Tubus in die Luftröhre geschoben und die werden dann mit einem Beatmungsbeutel, zum Beispiel hier, beatmet und anschließend, wenn man dann das Beatmungsgerät soweit vorbereitet hat, dann werden die ans Gerät angeschlossen. Blutdruckmanschette gehört eigentlich immer dazu, denn man kann keine Infusion anhängen, wenn wir den Blutdruck vorher nicht gemessen haben, denn wir müssen ja wissen, wie viel Volumen der Patient benötigt. Hier haben wir verschiedene Medikamente und verschiedene Ampullen drin für Herzinfarkte, Schmerzmittel, aber auch was gegen Drogenabhängige, um die auch wieder auf die Erde zurückzubringen, wenn die eben ziemlich weit weg sind. Ja. Diesen Koffer, den haben wir in allen Fahrzeugen. Den haben wir im NEF, in dem großen Rettungswagen, in den Fahrzeugen auf den Außenrettungswachen, Harzburg, Seesen, Braunlage, Clausthal-Zellerfeld. Die Koffer sind fast gleich bestückt. Es gibt da einige Medikamente, die vielleicht einen anderen Namen haben, aber von der Zusammensetzung die gleichen sind. Das ist jetzt für die Erwachsenen der Notfallkoffer.
Das Gleiche haben wir jetzt für Babys. Und für Babys brauchen wir natürlich ganz andere Instrumente, andere Beatmungsbeutel. Und da können wir mit so einem Koffer nicht arbeiten. Und da brauchen wir einen Babykoffer. Ich kann den mal hierher holen. Koffer, im Grunde genommen genauso bestückt wie der große Koffer. Nur einmal zum Vergleich, das ist ein Beatmungsbeutel für einen erwachsenen Menschen. Und das ist ein Beatmungsbeutel für ein Baby. Und den Beatmungsbeutel für das Baby, den darf man eigentlich nur mit den zwei Fingern betätigen, um nicht zu viel Luft in den Körper des Kleinen zu blasen. Denn sonst würden wir da wahrscheinlich mehr Schaden anrichten, als wir verbessern wollen oder die Beatmung verbessern wollen. Hier ist der große Beutel, den muss man zum Beispiel ganz ausdrücken. Ein Baby kann man auch defibrillieren. Defibrillieren heißt, wenn das Herz fast steht, also nur noch ein Kammerflimmern da ist, dann werden diese beiden Geräte auf den Defibrillator gesetzt und die reduzieren die Stromstärke um 1 zu 10, so dass man auch da keine Schäden anrichten kann. Medikamente für die Babys sind auch drin, aber auch nur die nötigsten, die man braucht. Und die Medikamente, die bei uns in den Fahrzeugen sind, die wurden von einer Arzneimittelkommission, die sich hier von den Internisten, Anästhesisten und Apotheke zusammensetzt und von unserem Rettungsmeister. Und diese Medikamente werden auch genau nach Liste bei uns in die Fahrzeuge gepackt. Und somit kommt auch kein zusätzliches Medikament, das nicht in dieser Liste steht, in das Fahrzeug. So. Wichtig ist bei uns, unsere Mitarbeiter sind fast alle als Rettungsassistenten ausgebildet. Wir haben 15 Zivildienstleistende. Die Zivildienstleistende werden alle zum Rettungssanitäter ausgebildet und fahren dann eben auch als zweiter Mann mit. Aber die werden alle einem Rettungsassistenten zugeordnet. Also die Ausbildung bei uns beim Landkreis Goslar ist schon wirklich hervorragend. Fahrzeuge sind fast ausschließlich mit, ein Fahrzeug hat die Fahrtrage nicht. Die anderen Fahrzeuge sind alle mit einer Fahrtrage versehen. Die Fahrtrage hat den Vorteil, wir brauchen kein Untergestell für die Trage. Wenn wir die Trage rausziehen, dann hat sie ein eigenes Fahrgestell und dadurch ist das natürlich auch rückenschonend für uns. Denn Probleme haben Rettungssanitäter bzw. Rettungsassistenten, wenn die länger im Beruf sind, alle mit dem Rücken. Denn jeder Kranke wohnt im dritten, vierten Stock, sagen wir fast jeder Kranke, und wir müssen unwahrscheinlich viel tragen. Und da macht sich natürlich so eine Fahrtrage schon für die Gesundheit bezahlt. Das Gleiche gilt mit diesem Rollstuhl, der wirklich auch sehr viel gebraucht wird. Man kann den hier rausziehen, dann löst man den und kann quasi diesen Stuhl rausnehmen und zum Tragen der Patienten hervorragend. Aber ich kann die Fahrtrage auch noch mal vorführen, wie die gebraucht wird. Und zwar haben wir hier einen Sicherungshebel. So, dann wird hier eine Sicherung gelöst. Die Trage wird vorgezogen, wenn Sie mal ein bisschen zurückgehen können. So. Dann haben wir hier zwei Sicherungshebel für die Fahrgestell. Hier an der Seite ist eine zusätzliche Sicherung, die wir selber erfunden haben, damit dem Patienten nichts passiert, wenn mal aus Versehen die Trage zurückgezogen wird. Also eine zusätzliche Sicherung. Das Fahrgestell wird ausgefahren. Unsere Sicherung sichert die Trage, sodass sie jetzt nicht runter kann. Also es muss auf jeden Fall der zweite Mann den Hebel umlegen. Und somit können wir dann die Patienten transportieren.
Diese Trage lässt sich auch wunderbar in der Höhe verstellen und ist somit schon eine große Arbeitserleichterung. Nochmal eins zeigen. Wir haben ein Synchro und bei dem Synchro war es nicht möglich, das Reserverad unterzubringen, außer außen an der Klappe. Und somit haben wir hier auch eine eigene Konstruktion geschaffen. Diese Konstruktion habe ich mit der Firma Merkert zusammen entwickelt und wir haben das Fahrzeug so den TÜV vorgestellt. Wir mussten eine Traverse etwas verkürzen und wir haben das Reserverad wunderbar untergebracht, ohne dass es uns im Gelände behindert. Und diese Lösung war leider bei VW nicht möglich. Das Fahrzeug, NEF genannt. Die Ausrüstung ist die gleiche wie bei dem großen Rettungswagen, bei dem T4, bei dem VW und eben beim NEF. Das NEF hat einen Vorteil, wenn die anderen Fahrzeuge unterwegs sind, wird der Arzt an die Notfallstelle gebracht und so kann der Patient versorgt werden, dass eigentlich anschließend nur noch der Transport gemacht wird. Wir haben hier den Defi drin, wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Wir haben Notfallkoffer für Babys, für Erwachsene. Na, Kollege. Die Notfallkoffer sind hier drin. Hier ist der Babykoffer drin. Ich habe vorhin noch vergessen, wir sind natürlich auch für Geburten zuständig. Wir haben auch schon einige Geburten bei uns im RTW gehabt. Hier ist ein Abnabelungsbesteck für die Babys. Also wir sind auch fit, wenn mal eine Geburt im Auto vorkommt. Es kommt nicht so oft vor, aber mir ist es schon dreimal passiert, dass ich da mit helfen musste und es klappt eigentlich sehr gut. Auch diese ganzen Maßnahmen lernen wir in der Rettungsschule und anschließend im Praktikum während des Klinikums. Also es braucht keiner der jungen Mütter Angst haben, wenn wirklich mal ein Kind im Rettungswagen geboren ist, dass wir diese Maßnahme nicht beherrschen. Ja, zusätzlich haben wir hier, wie in den anderen Fahrzeugen, auch noch Halskrausen. Die Halskrausen werden bei Halswirbelsäulenverletzten den Patienten um Hals gelegt, um nicht eine Verletzung der HWS zu verschlimmern und dann vielleicht noch eine Querschnittlähmung dadurch zu produzieren. Ja, sonst Verbandsmaterial genau wie in den anderen Fahrzeugen. Also das Auto ist wirklich mit allem ausgerüstet, was wir in einem großen Rettungswagen sowie in den VW-Modellen vorrätig haben. Medikamente sind drin. Und dann möchte ich noch eins, habe ich vorhin auch vergessen. Wir machen eine innerbetriebliche Fortbildung 4-mal im Jahr, wo die Kollegen dann nachmittags zu einem Dienst verpflichtet werden. Und während dieses Dienstes werden auch noch praktische Maßnahmen geübt. Die werden auch vorbereitet auf Chemieunfälle, Vergiftung, Medikamentengabe oder zumindest Wirkung von Medikamenten. Das wird dann durch die Apothekerin oder durch den Apotheker geschult. Tja, weiter kann ich jetzt hierzu eigentlich nichts mehr sagen. Ein Problem ist natürlich noch das Risiko bei diesen Einsatzfahrten. Da kann es natürlich auch mal zum Unfall kommen, denn jede Blaulichtfahrt, jede Einsatzfahrt ist ein Risiko und die uns natürlich auch gewaltig Nerven kostet. Ja, ein weiteres Problem sollten wir vielleicht noch mal ansprechen, und zwar ist das die Belastung der 24-Stunden-Dienste. Wir machen einen 24-Stunden-Dienst, gerade im Rettungsdienst, und der 24-Stunden-Dienst, der belastet uns natürlich enorm. Also wir können heute nicht sagen, wenn man 24 Stunden, man hat den nächsten Tag frei. Es kommt einmal auf die Inanspruchnahme an, aber viele Kollegen können auch nach diesem Nachtdienst morgens nicht schlafen. Also die rennen den ganzen Tag rum, als wenn sie so einen Kleinen auf der Macke haben. Es ist wirklich sehr schwer. Und
Dann die Inanspruchnahme der Bereitschaftszeiten. Wir haben ja meistens ab 17 oder 19 Uhr Bereitschaftszeit. Da kommt das Problem noch hinzu, wenn wir einen Notfall hatten oder einen schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, mit dieser Belastung erstmal fertig zu werden. Und das tut vielen Kollegen weh. Nicht nur den jungen Kollegen, sondern auch den älteren Kollegen. Und wenn man sich auch ins Bett legen kann, im Anschluss an so einen Unfall, wenn wir das Fahrzeug wieder aufgerüstet haben, dann liegen wir manchmal stundenlang wach und müssen erstmal mit uns selber fertig werden. Haben wir alles richtig gemacht? Haben wir irgendwas unterlassen, irgendeine Situation nicht erkannt? Denn wir können nicht einfach sagen, der Fall ist erledigt, ich lege mich hin und schlafe weiter. Denn dann wären wir Maschinen und da sind wir nicht. Also es ist eine enorme Belastung für uns alle. Werden natürlich die Fahrzeuge gepflegt. Das ist für uns von enormer Wichtigkeit, denn es ist teilweise gefährlich, wenn wir die Fahrzeuge nicht pflegen, nicht desinfizieren, dass man sich dann wirklich was wegholt, vor allen Dingen bei offenen Frakturen. Und um das wieder aus den Wunden rauszukriegen, ist natürlich für manche Ärzte eine enorme Arbeit. Deshalb liegt es oft an uns, die Fahrzeuge so zu pflegen, dass sowas überhaupt nicht passiert. Und wir werden auch jede freie Minute nutzen, um die Fahrzeuge wirklich sauber und ja, zu desinfizieren, die Geräte sauber zu halten und zum Teil auch, wenn die Beatmungsgeräte gebraucht werden, auch diese wieder hinterher zu desinfizieren. Die Schläuche müssen in Steri und sterilisiert werden. Also so, dass man wirklich den nächsten Patienten mit gutem Gewissen behandeln kann. Das sind dann unsere freien Minuten. Hinzu kommt natürlich auch, dass wir uns dann auch nochmal unterhalten über unsere Einsätze. War es richtig gelaufen, dass wir vielleicht nochmal so Revue passieren lassen? Wo haben wir vielleicht Fehler gemacht? Waren überhaupt Fehler? Ja, und das ist dann so unsere tägliche Arbeit und der tägliche Ablauf. Florian Goslar, Einsatz RTW, Einsatz ja? RTW, VU. Gut. Ja, verstanden.